Kannst du jetzt ein kurzes Fazit zum Spielverlauf geben, von deiner Sicht aus? Ja, ein klassisches Spitzenspiel. Also Erster gegen Zweiter, geprägt von der Spannung, von der Atmosphäre. Sicherlich bei so vielen Zuschauern hat man schon auch die Nervosität bei einigen Spielern am Anfang gemerkt. So, erstmal Gratulation zu dem Punkt. Danke. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Ich denke, wir hatten mehr von der ersten Halbzeit. Haben wir auch eine ganz dicke Torchance, wo wir eigentlich in Führung gehen müssen. Wenn wir da das Tor machen, wer weiß, wie da das Spiel dann läuft. Letztendlich Glück gehabt, dass Reilingdorf seine hundertprozentige nicht nutzt. Machen dann das 1-0 und dann ist es immer schade in so einem Spiel, wo Kleinigkeiten entscheiden, dass man dieses 1-0 dann nicht über die Zeit bringt. Und nach dem 1-0 sind wir wieder aufgewacht, dann hat das Spiel uns wieder gehört. Finde ich letztendlich, denke ich, ein leistungsgerechtes Unentschieden. Ich denke, hier haben zwei Spitzenmannschaften gegeneinander gespielt. Es wird bis zum letzten Spieltag knapp und es wird natürlich auch das Glück entscheiden, wer dann letztendlich Erster und wer Zweiter wird. Habt ihr euch im Vorfeld besonders auf das Spiel vorbereitet? Gerade Spitzenspiel, wenn man weiß, der Zweite kommt punktgleich. Nein. Daniel Boschniak hat es ja angekündigt im Interview. Kennen uns in- und auswendig, die beiden Mannschaften. Wir haben was gut zu machen gehabt aus dem Hinspiel. Das 2-1, das hängt noch in den Kleidern bei vielen Spielern von uns. Von daher keine besondere Vorbereitung. Haben gut trainiert, waren fleißig, haben uns optimal vorbereitet auf das Spiel. Wollten hier das Maximum rausholen. Jetzt ist leider nur ein Punkt rausgesprungen, aber ich denke, das ist in Ordnung. Ist das 1-1 am Ende leistungsgerecht? Absolut. Die Meisterschaft ist, denke ich, auch noch nicht entschieden. Es hat jeder jetzt noch 5 schwere Spiele und da kann noch alles passieren.